Öl zu wechseln, musst du einen Ölfilter, einen Vorreiniger, wird vor dem Ölwechsel eingesetzt und einen Ölkanister besorgen. Die empfohlenen Teile und Produkte findest du in der Videobeschreibung sowie unter dem Link, um Infos über die Ölsorte und die benötigte Menge zu erhalten. Schalte die Zündung deines Autos aus, zieh die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Wir empfehlen dir, dem Altöl in deinem Motor vor dem Ölwechsel einen Vorreiniger hinzuzufügen. So machst du deinen Motor frei und beseitigst hartnäckige Rückstände, senkst deinen Öl- und Kraftstoffverbrauch und reduzierst die im Rahmen einer technischen Überprüfung gemessenen Schadstoffemissionen. Lass dein Fahrzeug vor Gebrauch 5 Minuten lang laufen, damit das Öl leicht warm wird. Füge dann das Produkt hinzu und lass den Motor 10 bis 15 Minuten lang langsam drehen. Sobald das Produkt zugegeben wurde, darfst du dein Auto nicht mehr fahren. Achte darauf, dass du das Öl sofort danach wechselst. Für den Ölwechsel in deinem Auto musst du den vorderen Teil des Autos anheben, damit du an die Ölablassschraube herankommst. Hebe den vorderen Teil des Autos an und stell ihn auf 2 Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens vor diesem Schritt das Tutorial "Dein Wagen sicher anheben" anzuschauen. Löse die Ölablassschraube mit einem Steckschlüssel und einem 45er Torx-Einsatz und schraube sie dann von Hand ab. Vorsicht bei den letzten Drehungen der Schraube, das Öl kann plötzlich herausspritzen. Sei darauf vorbereitet und stell einen Ölauffangbehälter darunter. Du kannst ihn auch selbst herstellen. Schau dir dazu das Video "Stell deinen Auffangbehälter selbst her" an. Lass das Öl während ungefähr 10 Minuten herausfließen. Setz die Schraube von Hand wieder auf und schraube sie schließlich mit dem Steckschlüssel und dem 45er Torx-Einsatz wieder an. Beim Ölwechsel musst du auch den Ölfilter wechseln. Um das Öl aufzufangen, das noch im Filter ist und ausfließen könnte, wenn du ihn entfernst, musst du den Auffangbehälter darunter stellen. Um auf den Ölfilter zugreifen zu können, musst du den Lufteinlasskanal abtrennen und ihn dann zur Seite geben. Löse mit einem kleinen Steckschlüssel und einem 7 mm Einsatz die Klemme an der Luftzufuhrleitung und nimm sie dann heraus. Mit einem Steckschlüssel, einer langen Verlängerung und einem 32 mm Einsatz kannst du nun den Ölfilterflansch lösen, indem du ihn im Gegenuhrzeigersinn abschraubst. Beende das Abschrauben von Hand und nimm dann den Filter ab und drehst ihn nach oben. Leg ihn in einen Auffangbehälter, damit im Motor kein Öl ausfließt. Reinige als erstes den Filterflansch mit einem Bremsenreiniger und einem Lappen. Nimm dir dann einen eher schmalen Flachschraubenzieher, um die O-Ring-Dichtung wieder am Flansch zu entfernen. Nimm dir den neuen Filter. Und die 3 Dichtungen aus der Verpackung zur Hand.
Bring sie am Filter und am Flansch an und denk daran, ihre Oberfläche etwas einzuölen. Setz den Filter wieder ein und schraube ihn von Hand an, bis du den Kontakt zwischen der Dichtung und der Halterung spürst. Um ihn gut anzuschrauben, nimmst du dir einen Steckschlüssel, eine Verlängerung und einen 32 mm Einsatz. Zieh an, bis du den Kontakt zwischen dem Flansch und dem Metallgehäuse spürst und schraube dann noch ein bisschen fester an. Du kannst für diesen Vorgang auch einen auf 25 Newtonmeter eingestellten Drehmomentschlüssel verwenden. Achtung, bei dieser Art von Ölfilter kann die neue Dichtung sehr dick sein, was das Anziehen komplizierter macht. Versichere dich darum, dass der Flansch auf der Metallhalterung des Motors liegt. Setz nicht zu viel Kraft ein, denn das Teil ist zerbrechlich. Bring die Luftzufuhrleitung wieder an und schraube die Metallklemme wieder an. Klemme das Verbindungskabel des Luftmassenmessers wieder an. Nun musst du wieder Öl in den Motor füllen. Dieser Schritt muss sorgfältig und präzise ausgeführt werden. Stell dein Auto zunächst wieder auf den Boden, denn der Ölstand muss am flach stehenden Auto geprüft werden. Danach musst du Öl in den Motor füllen. Fülle in einem ersten Schritt 90% der angeratenen Menge ein, denn so hast du noch genügend Spielraum, um den Ölstand anzupassen. In der Videobeschreibung findest du genaue Angaben zu den Ölmengen, die du je nach Auto für den Motor benötigst. Schließ den Ölfüllverschluss, starte den Motor und lass ihn 30 Sekunden lang laufen. So wird sich der Ölfilter füllen. Zieh den Ölmessstab heraus und wisch ihn ab. Steck ihn wieder in die Öffnung, zieh ihn erneut heraus und überprüfe den Ölstand. Der ideale Ölstand liegt nahe beim Maximum, aber pass auf, dass es niemals überschritten wird. Pass den Ölstand je nach Anzeige auf dem Ölmessstab an, bis der ideale Ölstand erreicht ist. Und fertig!